Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich wollte eine Mission starten. Ich wollte mal speichern. Fire Emblem The Sacred Stones. So. Ich mache mir Sorgen um Even. Ich werde mit euch gehen. Hoffentlich ist er in Sicherheit. Ah. Hey, wartet einen Moment. Wir können doch darüber reden. Ihr habt kein Interesse an einem Gespräch, oder? Ah. Oh. Natürlich. Woher sind diese Missgeburten nur gekommen? Ich muss zurück und die anderen warnen. Aber ich frage mich, ob Großmutter in Ordnung ist. Irgendwas sagt mir, dass ich mit Sali in dieses Haus gehen muss, um Even zu rekrutieren. Das sollte ich direkt nachgucken, ob es wirklich mit Even ist, weil es könnte genauso gut mit Tethys sein. Guck ich das jetzt echt nach? Ach komm, gib mir eine Sekunde. Okay, es scheint einfach nur so zu sein, dass irgendjemand dieses Haus besuchen muss. Ich hätte gesagt, es müsste Sali sein, aber ist nicht so wichtig scheinbar. So, wie gehen wir denn hier durch? Ich möchte Vanessa trainieren. Hier oben sind ein paar Augen. Der Restwert beträgt 8, deren Angriff beträgt 12, 11. Na gut, hier ist so eine scheiß Spinne. Und 24. Uiuiui. Ja, wobei sie, glaube ich, eine bessere Verteidigung hat als Rest, oder? Ja. Minimal. Jedenfalls, du gehst da oben hin. Ich will Vanessa trainieren. Ich will einen Wyvern-Ritter. Und ich will Ross drin. Scheiße, ich wollte Ross nach vorne stellen, nicht ausladen. Habe ich mich irgendwie vertan. Egal, Wurfball. Ja, Dosla. 29 war. Und mäßige Trefferchance, okay. Ich warte einfach mal eine Runde und gucke so, was passiert. Okay, er greift Dosla an. Ich sollte mir echt merken, für neue Einheiten die Animation anzustellen. Ah, ich sehe gerade, da oben ist ein Shop. Da ist ein kleiner Shop. Ob der wohl für irgendwas gut ist? Na gut, fürs Shoppen, aber die Frage ist, ob der irgendwas Besonderes hat. Ja, wobei, wahrscheinlich kriegt man da eher einfach noch Weißmagie-Bücher, weil Weißmagie war stark gegen die Monster, oder? Ich glaube, da war sowas. Wenn ich gerade sehe, dass sogar Vanessa schon für die Monster hier ziemlich zu stark ist, das ist schon nicht ohne. Das finde ich persönlich jetzt nicht so nett, dass die... Wobei gut, dass ich nicht nach hier vorne gerannt bin, weil komplett eingekreist zu sein wäre scheiße. Okay. Ross, du fängst mal an. Ich hätte mal auf die Trefferchance achten sollen. Ich hab nur gesehen, ja, 2x 15 Schaden passt. Hm, in der Theorie. So, du kriegst den noch weg. Nee, kriegst du nicht. Wie weit kommt ihr? Oh, sehr schön. Stellen wir dich doch mal mitten in die Reichweite. So, Dosla. Apropos Dosla, ne? Dosla, du bleibst hinten und hältst uns den Rücken frei. Meine Fresse, was sind das denn für Trefferchancen? Ach du Scheiße, den Typen werde ich nicht mitnehmen. Oh Gott. Naomi, beseitige du mal dieses Drecksviech. Oder auch nicht. Emilia, kannst du vielleicht... nee. Wow, die haben ganz schön viele Verteidigungen, wie mir scheint. Tana.
Ja, wobei, warte mal. Eigentlich kann ich auch einfach warten. Das Viech greift dann gleich sowieso Ross an. Stahlschwert. So. Also gut, Dozler, ja, Berserker sind zwar schön, weil sie sehr, sehr feste draufhauen, aber irgendwie ist das ein Berserker, der gerne draufhaut und nie trifft. Naja. Die Frage habe ich zwar schon gestellt, aber wann kriegen wir bitte ein Himmelssiegel? Ich meine, Erika könnte jetzt auch schon höher vom Level sein. Ich lasse sie ja nicht sehr viel kämpfen. Ein paar neue Sachen zugekommen. Rittertod, oh. Auf den muss ich aufpassen, wenn ich mit Amalia, Amelia vorrücke. Ich sag mal Amalia. irgendwie ist das blöd, weil wir sehr wenig Platz zum Bewegen haben. Ich bräuchte mehr fliegende Einheiten. So, du darfst mal da oben hingehen und den platt machen. Ja, so geht's natürlich am schnellsten. Und du musst das hier angreifen. Du kommst nicht an. Kurze Sache. Rittertod geht dann nur gegen Kavallerie. Mist, sie zählt zur Kavallerie, glaube ich. Muss ich also auch mit ihr aufpassen. Ja. Naja. Wird schon gehen. Ich gehe mal ein paar Schritte vor mit allen Einheiten. Ich versuche es zumindest. Ist ja nicht viel Platz, um vorwärts zu gehen. Gucken, was passiert. Na gut, alle bewegen sich irgendwie ein bisschen von diesem Berg runter. Komische Angriffsanimation. Und Ross hat immer noch nichts mit Treffen. Gut, die steht immer noch auf dem Berg, glaube ich. Der Berg erhöht ja sehr stark die Ausweichrate. Was Tana scheißegal ist, weil sie genauso auf dem Berg steht und sich einfach mal denkt, ich kann trotzdem treffen. Mit genau der Stimme denkt sie sich das. Ich sehe schon, Tana wird Starplayer dieser Mission. Vielleicht zusammen mit Vanessa. Sehr schön. Bald hat sie sogar ein Level-Up. Wobei mir fällt ganz auf, bisschen überraschend eigentlich. Die Gegner sind vom Level jetzt her nicht so hoch, ne? Was war das? 9 oder 10? Ja, 9 bis 10 die meisten. Und haben trotzdem, naja, Angriff nicht ohne. Vor allen Dingen halten sie eine Menge aus. Stahlschwert. Schnitter? Machen wir Schnitter. In der Hoffnung einfach einen Crit zu landen und fertig. Ja, sehr schön. Genau so war das geplant. Wenn einer der Treffer ein Crit ist, ist nämlich direkt Schluss. So, Dorsal bleibt hinten. Ich glaube, Joshua bleibt auch hinten. Die beiden können uns dann gut den Rücken frei halten. Erika muss mit nach vorne. Und ich stelle Ross jetzt einfach mal eiskalt mitten in die Menge mit einem Wurfball. Das ist schlau? Nein, definitiv nicht. Aber ich mach's trotzdem. Was mache ich denn jetzt? So. Ja, außer dich, dich würde ich vielleicht gerne mal ein bisschen hier hinlocken. Und dann gucken, weil ich nach Sali hinten lassen brauche ich eh nicht. So, kannst du den Typen platt machen? Nope, sieht nicht so gut aus. Was macht der für Schaden? Das ist echt schadenswert, den ich nicht so gerne sehe. 24 Angriff. Ach du Scheiße. Den platt machen. Ja, es sieht nicht so schlecht aus. Machen wir das mal. Hätte ruhig ein Crit werden dürfen. Lass mich raten. Crit. Oh nein, doch nicht. Na gut.
warte einfach wieder mal. Ich mag solche Missionen nicht, wo ich mich kaum bewegen kann. Der weiß nie so recht, was ich tun soll. Weil eigentlich kann ich mich nur hinstellen und, naja, warten. Ah, endlich hat Ross eine vernünftige Trefferquote. Nur bringen die Gegner keine Erfahrungspunkte, wenn ich sie nur immer brauche. Und die Animationen dauern ewig. Ach, Ross, das wird dauern. Ich hätte gehofft, die bringen mehr. Das sind die Zustände wie in Fire Emblem Awakening. Da ist ja auch so, wenn man die Einheiten immer wieder zurückstuft, kriegen die einfach pro Gegner Level 20 weiterentwickelt, trotzdem nur noch 5 Erfahrungspunkte und ich habe das Wurfball weggelegt. Das wollte ich nicht und das wäre auch gar nicht mal so schlau, das zu tun. War gar nicht so schlau, das zu tun. Vanessa, kritt zuerst. Du verschwendest deine Meisterlanze. Ich glaube, ich habe auch nur eine davon. Wenn die weg ist, ist weg. Ja, dann holst du dir gleich mal den Magier dazu, wenn die ganzen Monster weg sind. Toll. Oh. Interessant. Jetzt frage ich mich gerade, Gargoyle zählen die als fliegende Einheiten? Ja, tun sie. Erika, wo bist du? Warten. Versorgen. Wetterdruck geben. Wurfball nehmen. Nehmen wir das 18er Wurfball. So. Und, weiß nicht, Tana, schaffst du das? Schaffst du das? Das schaffst du. Hoffentlich. Einmal. Ja, versuch's auch mal. Und fertig. Ich kämpfe irgendwie gerne mit Tana. Ich hätte ja erst gedacht, dass ich sie nicht mitnehme, aber doch, die ist ziemlich gut. Wenn man sich die Mühe macht, sie noch zu leveln. Ich möchte jetzt gerade mal was versuchen. Wie viel Schaden machtet ihr? Viel zu viel. Stimmt, da war was. Das bedeutet, ich könnte natürlich versuchen, mich jetzt hier hinzustellen. Mit dem Langspeer. Ich treffe eh nicht. Das wird so nix. Mist. Mist, Mist, Mist. Das heißt vor allen Dingen, ich brauche da oben dringend Verstärkung für Vanessa. Weil ich die Spinnen nicht loswerde. Hm, gut, dass mir das jetzt auffällt, wo Tana ihren Zug schon gemacht hat. Okay, in dem Fall will ich Ross trotzdem abstauben lassen. Das ist blöd. Hey, die machen ganz schön viel Schaden. Die machen echt ein bisschen sehr viel Schaden. Warum? Naja. Muss ich mich jetzt in der nächsten Runde drum kümmern. Ich muss irgendwas da oben mit Vanessa machen, ansonsten habe ich ein Problem. Ja, du kommst natürlich an sie ran. Und du auch. Yeah, toll. Das macht's nicht besser. Irgendwie. Crit wird's ausreichen, aber wer kann mir garantieren, dass das ein Crit wird? Niemand. Okay. So nehme ich es aber gerne an. Das war jetzt einfach hochgepokert. Meisterlanze zerbrach. Ja, gut. Das kommt mal vor.
Ich weiß gar nicht, ob die Spinnen wohl die Häuser zerstören können. Ich will es nicht hoffen, aber Tana ist in der nächsten Runde schon da. Um die Spinne hier aufzuhalten. Ach, da oben ist noch einer, stimmt. Egal, die kann sich kaum bewegen. Aufball, der ist tot. Ach, der hat einen Langspeer. Stimmt, deswegen konnte er ja gerade angreifen. Irgendwas ist heute mit meiner Aufmerksamkeit los. Sie ist nicht vorhanden. Ich bewege mich echt nur unglaublich langsam. Weil ich will, dass Ross abstaubt. Ich will, dass der Kerl Level 20 erreicht. Wobei, ich mach's anders. Völlig egal, welches Level Ross am Ende dieser Mission hat, ich will ihn entwickeln. Weil wenn ich Dossler auf keinen Fall mitnehme, dann kann ich Ross zum Berserker machen. Fertig. Das bedeutet, der Junge muss noch ein bisschen reinhauen. Oder vielleicht die Stahlaxt. Dann nehmen wir die Eisenaxt. Also, der nimmt nicht Schaden. 24. Ach komm, ein Punkt. So, dann geht's. Stopp. 15. Okay, Giftwaffen scheinen sehr viel schwächer zu sein. Da ist noch eine Spinne, auf die sollte man aufpassen. 23. Na gut. Die kommt aber nicht an mich ran. Da ist ein Lanze. Und der Rest kommt mal hinterher. Yay, wir bewegen uns vorwärts. Ein Wunder. Oder Erik. Joshua. Und ihr beide wartet hinten. Ihr werdet ausgeschlossen. Nicht wirklich. Eigentlich könnt ihr noch nichts. So, ich tue mal alles, um hier diese Häuser zu beschützen. Ach, eine Giftklaue natürlich. Ja toll, die hätte auch Vanessa geschafft. Dann halt nicht. Der hat natürlich wieder die normalen Klauen. Ne, auch Giftklaue. Oh. Na dann. Ist noch niedriger. Egal. Daneben. Und daneben. Daneben werfen bringt aber keine Erfahrungspunkte. Crit und weg. Und Level up. 17? 18, okay. Level 18 wird mir notfalls echt reichen, den zu entwickeln. Und bitte triff einfach nicht. Danke sehr. Vanessa, du darfst ruhig treffen. Ich geb's auf. Das bringt so nichts. Das machen wir anders. Die greifen echt alle Ross an. Das ist gut. Wir haben echt nur noch ein Entwicklungs-Item und das ist das Ozeansiegel. Das bedeutet, Ross ist auch derzeit der einzige, den ich entwickeln kann. Trotzdem darf Erika ein bisschen mitleveln. 15. Ich habe sie scheinbar nicht in der Arena trainiert, denn da habe ich alle anderen auf Level 15 gebracht, oder? Du gehst da weg, das bringt eh nichts. Du gehst mal hier das Haus besuchen. Ihr wart doch mit meinem Lehrer unterwegs, nicht wahr? Glaubt ihr, ich könnte an eurer Seite kämpfen? Ich kann die Magie anwenden, die mir mein Lehrer beigebracht hat. Nun, was sagt ihr? Ja, von mir aus. Was bist du denn so? Schüler! Und er hat einen Energiering. Der beste Magier, den es im Spiel gibt, incoming. Weil Schüler heißt garantiert wieder... Ja, streben nach höherem. Hm? Bedeutet möglichst schnell auf Level 20 bringen, ich weiß noch nicht wie. In dieser Mission ist das, glaube ich, nicht so einfach. Ich habe eine Idee. Lass ihn am Leben, Tana. Oder es, das Monster. So, wird er jetzt gleich einen Schritt vortreten... Und Tana angreifen.
Und dann soll Even kommen, das Monster töten. Ich kann nicht glauben, dass im Reich des großen Drachen Monster aufgetaucht sind. Was soll nur aus dieser Welt werden? Dieser Stab wird euch helfen, euch vor den Bestien zu schützen. Ich wünsche euch eine sichere Reise. Barriere. Macht. Erhöht kurzzeitig Magieresistenz. Wurde mir ein Tipp gegeben, dass man damit wohl ultra gut leveln kann, alle Stabanwender. Nur dass Maul da jetzt halt schon entwickelt ist und, naja, Natascha und, wie hieß sie? Larachel wollte ich ja eigentlich nicht mitnehmen und er kann, glaube ich, keine Stäbe einsetzen. Nee, kann er nicht. Ah, wobei, wenn er sich entwickelt hat, ich habe gerade beim, wie man ihn bekommt, googeln schon herausgefunden, dass er sich scheinbar auch zum Schamanen entwickeln kann. Wo für mich schon feststeht, klar, ich liebe Schamanen als Klasse, nehme ich mit. Dann könnte ich ihn ja da vielleicht ein bisschen leveln, damit er schnell aufholt. Klingt gar nicht so verkehrt. Mal gucken. So, die beiden kommen an. Das war es jedenfalls für heute. Ach komm, den Einzug machen wir noch. Gegnerischen Zug. Und du triffst einfach nicht. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, scheiße, Tana greift ja nochmal an. Gut, damit ist mein Plan hin. Scheiße. Erst nachdenken, dann handeln. Ja, gut, toll, stimmt. Tana schlägt ja zurück. Hätte ich Even in die Reichweite setzen müssen, was nicht möglich war. Naja. Vielleicht kann Even ja den Boss umholzen. Ich habe die Hoffnung, dass wir bald wieder auf die Weltkarte kommen, weil dann kann ich vielleicht ein paar Monster da klatschen, um Even hochzuleveln. Naja, das ist jedenfalls für heute. Wir sehen uns das nächste Mal hier wieder und nächstes Mal schon die Mission schaffen. Sollte drin sein. Bis dann. Ciao.